So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid und wir machen heute weiter mit der European Ferrari F430 Challenge oder mit dem European Ferrari F430 Challenge Cup mit den ersten beiden Rennen. Barcelona und Brands Hatch stehen heute auf jeden Fall an. Tja, wir gehen rein, auf jeden Fall. Ich habe mir tatsächlich die Saison 1, 2 und 3 geholt, wie ihr gezeigt. Und damit geht es dann, sobald wir hier das Ding durch haben, weiter. Und dann irgendwann. Aber Voraussetzung stehen ja noch dann nicht nur das Touring-Ding hier an, sondern hier die ganzen Serien noch an. Also es haben echt noch ein bisschen was zu tun. Ja, damit schalten wir jetzt los. Rein geht's. So, auf. Erste Rennen. Zum heutigen Event. Kristen, was denkst du über die Strecke, die da unten auf unsere Fahrer wartet? Es ist eine wunderschöne Stadt, aber Vorsicht! Man muss mit den Augen auf der Straße bleiben, sonst wird's gefährlich. Es gibt... Entschuldige, es ist nicht so weit. Und wir stehen auf P14. Und wir wollen natürlich auch hier mit dem Auftakt gewinnen. Ja, das haben wir schon kassiert, bis jetzt rutschen geraten. Ich ein bisschen nach vorne. Mit einer kleinen Berührung geht es dann am Ende vorbei. Ja. Schön, danke schön. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Ja, das war's. Definitiv der Rang 6 wird 16 heißen. Dadurch, dass er mich dann nur weggehauen hat. Letzte Runde. Versuch einfach ins Ziel zu kommen. Ja, mal gucken, wie es läuft. Der Abstand wird sehr, sehr groß sein. Aber sehr lange gestanden. Das hat dann gereicht, um uns dann aus dem Rennen rauszunehmen. Und damit war es das Ding durch. 16. Rang nur. Gut, dann müssen wir uns ein bisschen nach vorne. Beziehungsweise ein bisschen nach vorne kämpfen hier. So. Und dann los. Weiter Rennen in Brands Hatch, das hoffentlich ein bisschen an für sich einfacher wird. Oder kriegen wir hier
den nächsten auf den Deckel. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? So, wir stehen auf 16. Da, wo wir eine landet, sind wir. Ist mir gerade egal, dass es mein Teamkollege ist. Deinen Teamkollegen haben bringt uns nicht weiter. Das war nicht beabsichtigt. So, ich versuche mich jetzt hier ein bisschen durchzuarbeiten, denn es ist ja so eine Strecke, die mir ein bisschen mehr liegt als jetzt Barcelona. Und den ersten haben wir schon mal kassiert. So, du machst jetzt. Ach, du machst jetzt natürlich nicht auf. So, dann haben wir es geschafft auf P1. Wir sind auf 13. Zurückfallen, ich will dieses Rennen gewinnen und vielleicht auch noch einen Schritt davor zu machen. Es wird zwar nicht wirklich gereicht, aber Gesamtsieg. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mal schauen. Doch noch irgendwie einen Sieg mit nach Hause zu nehmen, aber es wird definitiv nicht für die gesamten Sieg reichen, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Gucken, was am Ende rauskommt. Ah, doch, Rennen erster, Event dritter, ja. Okay, das ist in Ordnung, das passt so. In meinen Erinnerungen kann man es eh nicht, aber zumindest habe ich die Vorgabe vom Sponsor erreicht. Mal gucken, was er jetzt machen. Okay, nur obere Hälfte der Rangliste. Alles gut. Boah, das Auto sieht aus. Hallo, Platz 3 immerhin. Na gut, mit Kindern. Das heißt drum. So, dann haben wir das erledigt. Dann sind wir durch und wir sehen uns dann wieder. Mit dem American Ferrari F430 Challenge Cup. Bis dann.